Hallo, Gabriela Tomczyk hier. Heute beginne ich eine kleine Videoreihe zu dem Thema Galvanik, galvanischer Strom. Was hat das Ganze mit Thema Anti-Aging zu tun, um das es ja hauptsächlich geht auf meinem Kanal? Das erfahren Sie alles nach und nach. Das Erste wäre jetzt mal wichtig zu wissen, was galvanischer Strom überhaupt bedeutet, was das ist und wie man das einsetzen kann und so weiter. Dazu beginne ich jetzt heute einfach mal mit einem kleinen Video zu dem Thema, wer hat es erfunden und was ist das überhaupt, galvanischer Strom. Erfunden hat den galvanischen Strom im 18. Jahrhundert der Italiener Luigi Galvani. Der war Professor der Medizin und auch der Anatomie. Dieser Professor Galvani, der hat schon immer gern so ein bisschen experimentiert und Versuche unternommen. Und im Rahmen von seinen Untersuchungen hat er auch die Batterie erfunden. Und zwar bedeutet Batterie die Möglichkeit, chemisch Strom zu erzeugen. Aus dem heutigen Leben sind ja Batterien gar nicht mehr wegzudenken. Er hat, das ist ganz witzig, wenn man das mal so hört und sieht, der hat also wirklich mit Froschschenkel experimentiert, hat die praktisch mit einer Nadel berührt, mit Eisen und Kupfer jeweils an einem Ende, und die Nadel musste aber verbunden sein, und dann haben die angefangen zu zucken. Also wo ich das gelesen habe, wurde es mir ein bisschen unheimlich. Ihr seht hier ein Bild, das zeigt ihn, den Professor Galvani, oben und unten die Skizze, wie er eben mit diesen Froschschenkel da experimentiert. Galvanischer Strom bedeutet Gleichstrom. Das heißt, der Strom fließt immer in die gleiche Richtung. Und er ist völlig unschädlich für den Körper. Und er ist auch ein Heilstrom. Er ist übrigens das einzige natürliche Heilverfahren, wovon die Schulmedizin anerkannt ist. Wir wissen, es gibt viele alternative Heilverfahren, Homöopathie, Bachblüte und. Und die Wissenschaftler streiten sich drüber. Manche sagen, es wirkt, manche nicht. Also es ist auf jeden Fall in der Schulmedizin nicht anerkannt. Aber dieser Heilstrom, der ist anerkannt. Was genau ein Heilverfahren bedeutet, möchte ich Ihnen auch kurz erklären. Ein Heilverfahren muss ein Naturverfahren sein. Es darf keine Nebenwirkungen auftreten. Und wenn jemand das Heilverfahren anwendet, dann muss es so sein, dass also auch Behandlungsfehler nicht schaden dürfen. Und dass, wenn eine Laie das anwendet, dass auch bei falschem Gebrauch keinerlei Schäde auftreten können. Und es darf nicht organbezogen sein, sondern muss auf den ganzen Organismus wirken. Das ist ein Heilverfahren, das sind die Voraussetzungen. Und das alles erfüllt eben dieser galvanische Strom. Und deshalb arbeiten auch schon seit gut 150 Jahren Ärzte und Heilpraktiker mit galvanischem Strom. Wie der sich jetzt genau auf den Körper auswirkt und was man mit dem alles anfangen kann, das erzähle ich euch im nächsten Video. Tschüss!